Wunderschön. Die Klasse der Tauben ist am Üben. Und zwar, wir werden Potenzen umwandeln. Wir hatten ja eben drüber einen Test geschrieben, ein kleines Ding, das war relativ einfach. 4 hoch 3,5 stand da zum Beispiel. Und das Ganze multiplizieren wir mit 4 hoch minus 0,5. Wir wissen, wir müssen bei gleichen Basen in diesem Fall die Potenzen zusammenzählen. Wer nicht weiß warum, der guckt nochmal in den vorhergehenden Videos nach, die haben alle ein ähnliches Thema. Also, wenn wir das jetzt zusammenzählen, ich mache es einmal noch ausführlicher, das ist 4 hoch und dann 3,5 plus minus, also gleich minus 0,5. Anders gesagt ist das 4 hoch 3. Ne? Und 4 hoch 3, jetzt war aber in der Arbeit gefordert, das sofort als natürliche Zahl oder als Bruch aufzuschreiben. Keine Potenzschreibweise, das nennt sich Potenzschreibweise. 4 mal 4 ist 16 mal 4 ist 64. Das war das Ergebnis. Anderes Ding. 6 hoch minus 0,6 hoch minus 0,6 und das Ganze mal 6 hoch minus 0,4. Ja, die 0,6. Wurzel oder so ein Kram, das kann man sich alles sparen. Man wendet die Potenzgesetze an und sagt, okay, das ist ja 6 hoch minus 1. Denn wenn ich minus 0,6 plus minus 0,4 nehme, erhalte ich minus 1. Wir wollten aber keine Potenzschreibweise, mit anderen Worten, das Ergebnis heißt ein Sechstel. Hier gibt es eine Frage. Jetzt die nächste Aufgabe, 3 hoch 1,2 hoch 1,2 und das Ganze mal 3 hoch 2,8. 2,8. Ja, ist nicht so schlimm. Das ist 1,2 plus 2,8, das ist 3 hoch 4 wird das dann. 3 hoch 4 bedeutet 81. Muss ich wohl nicht sagen. 3 mal 3 ist 9. Und dann nochmal 3 mal 3, also nochmal 9, 9 mal 9 ist 81. Die andere Aufgabe hieß 9 hoch minus 1,5 mal 9 hoch 3,5. War auch nicht so schlimm. Denn 3,5 minus 1,5 ist plus noch 2 und 9 mal 9 heißt also wieder 81. Auf eine andere Art geschrieben. 8 hoch minus 5 mal 8 hoch 7. 8 hoch minus 5 mal 8 hoch 7. War ganz leicht. 7 minus 5 ist 2. 8 mal 8, 64. 7 hoch 5 mal 7 hoch minus 7. 7 hoch 5. Mal 7 hoch minus 7. Naja, das muss dann sein 7 hoch minus 2. Also 1 durch 7 hoch 2, anders gesagt ein 49. Ihr werdet schon sehen nebenbei, dass wir dadurch automatisch schon mal die Lösung haben. Ne? Dann kam Wurzel aus 3 in Klammern hoch 4. Wurzel aus 3 und das alles in Klammern hoch 4. Ich schreibe es jetzt extra mal um, damit es besser auffällt. Wurzel aus 3 heißt 3 hoch 1,5 und das alles hoch 4. Jetzt muss ich die Exponenten multiplizieren, das heißt also 3 hoch 4 halbe bzw. 3 hoch 2. Naja, 3 hoch 2 ist 9. Da hätten wir das A. Dritte Wurzel aus 3 und das Ganze hoch 6. Dritte Wurzel aus 3 und den ganzen Kram hoch 6. So kann man es deutlicher schreiben, ist 3 hoch 1 Drittel hoch 6, also 3 hoch 6 Drittel ist, hier 3 hoch 6 Drittel ist nichts anderes als 3 hoch 2, also wieder 9. Jetzt haben wir die fünfte Wurzel aus 5. In Klammern hoch minus 5. Nicht schlimm, wenn man cool bleibt. Heißt also 5 hoch 1 Fünftel. Ruhig ein bisschen mehr schreiben. 5 hoch 1 Fünftel in Klammern hoch minus 5. Multiplizieren bringt 5 hoch minus 5 Fünftel. Beziehungsweise 5 hoch minus 1 und das ist 1 Fünftel. Ne? Wenn ich Fehler mache, das kann auch passieren, dann sagt Bescheid. Jetzt kam eine ganz leichte Aufgabe, so ein Punktesammler. Was war das? 2 Neuntel hoch 2, in Klammern hoch 2. Ist nicht schlimm,
könnte man umschreiben als 2 hoch 2 durch 9 hoch 2, beziehungsweise anders gesagt 2 hoch 2 ist 4, 81. Schwupp. Dritte Wurzel aus 27 Achtel. Dritte Wurzel aus 27 Achtel. Naja, 27 Achtel, da ist nichts zu kürzen, aber wenn ich weiß, dass es genauso ist wie die dritte Wurzel aus 27, geteilt durch die dritte Wurzel aus 8, naja, dann habe ich es leicht. Sage ich, dritte Wurzel aus 27 ist 3, 3 mal 3 ist 9 mal 3 ist 27, als Kontrolle. Und 2 mal 2 mal 2 ist demzufolge 8, also muss das 3 halbe sein. Jetzt kam die vierte Wurzel aus 16 81. Da muss man das gleiche machen. Was ist denn hier passiert? Der Bildschirm verzerrt. Vierte Wurzel aus, was hatte ich gesagt? 16 81. Da ist nichts zu kürzen unter der Wurzel, also sage ich, okay, das wäre genauso wie die vierte Wurzel aus 16, geteilt durch die vierte Wurzel aus 81. Das lässt sich leicht ermitteln. Vierte Wurzel aus 16, 2 mal 2 ist 4, mal 2 ist 8, mal 2 ist 16, also 2. Und 3 mal 3 mal 3 mal 3, das ist 2 Drittel. Wenn es Fragen gibt, sofort melden. 36 hoch 1 geteilt durch 36 hoch 0,5. 36 hoch 1 geteilt durch 36 hoch 0,5. Man könnte sagen, ich könnte auch durch die Wurzel aus 36 teilen. Ne? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Machen wir es mal so. Entweder wir sagen, das ist die gleiche Basis. Das wäre wie 36 hoch 1 minus 0,5. Das ist die eine Variante. Oder ich könnte sagen, das ist 36 hoch 1 bleibt 36 und die Wurzel aus 36 ist 6. Also muss hier, wenn ich das kürze, das kann ich mir jetzt sparen, muss hier 6 rauskommen. Gucken wir mal, ob das hier geht. Das wäre also 36 hoch 0,5, 1 minus 0,5, ne? 36 hoch 1,5 also. Und das ist nichts anderes als die Wurzel. Also hoch 1,5 oder hoch 0,5 ist dasselbe. Und das ergibt dann auch 6. Also so oder so gerechnet, vollkommen egal. Gibt es Fragen dazu? Ich mache mal kurz Pause. Genau, wir rechnen weiter. Wenn ich mir diesen Bruch angucke, 32 hoch 0,5 geteilt durch 2 hoch 0,5. Die Wurzel aus 32 oder die Wurzel aus 2, das kann man nicht so geradlinig lösen. Man kann aber sagen, das ist genauso wie 32 durch 2 in Klammern hoch 0,5. Anders gesagt, ich kann jetzt hier drin nach Belieben kürzen. Das heißt also 16 hoch 0,5. Mit anderen Worten, die Wurzel aus 16 ist 4. Die nächste Aufgabe, 25 hoch, das kann ich mir schenken, das ist eigentlich, naja gut, machen wir es mal. 25 geteilt durch 25 hoch 1,5, die arbeitet so ähnlich wie die hier, wie diese hier. Das ist das gleiche Prinzip, kann ich also sagen, entweder das ist 25 geteilt durch Wurzel aus 25 ist 5, muss also 5 rauskommen, eine Seite. Oder ich ziehe es ganz eiskalt ab und sage, das ist genauso wie 25. Und da ich die Exponenten, hier steht eine 1, still voneinander abziehen muss, heißt das das. Was nichts anderes bedeutet als 25 hoch 0,5 ist ja auch die Wurzel. Und ich komme wieder auf Ergebnis 5. Jetzt kam ein bisschen dummeres Ding, das hieß 200 geteilt durch 0,5. Und das Ganze durch 2 hoch 0,5, da schienen sich manche ein bisschen schwer zu tun. Das muss ich umschreiben, wieder einklammern. Entweder ich vereinzel das oder ich klammere das wieder ein und sage, das geht so. Und jetzt kann ich loslegen. Denn wenn ich hier kürze, habe ich hier eine 100 und hier eine 1. Heißt also 100 hoch 0,5. Das ist die Wurzel aus 100, das ist also 10. Und noch zwei haben wir. Ich mache es erstmal so, die dritte Wurzel aus 64 und aus dem ganzen Kram nochmal die zweite Wurzel. Diese zwei hier, die kann man sich sparen, wenn die nicht da steht, ist die zweite Wurzel gemeint.
Ja, was soll da passieren? Die dritte Wurzel aus 64 kann ich so nicht ziehen, das wäre blöd. Entweder, es gibt wieder zwei Wege, ich schreibe das um als 64 hoch ein Drittel hoch ein Halb. Mit anderen Worten ist das 64 hoch ein Sechstel. Ne? 1 mal 1, 3 mal 2. Und sage dann die sechste Wurzel, das kann ich dann per Hand ermitteln, das muss dann 2 ergeben. Oder ich sage, nee, ich tausche das mal aus. Ich schreibe das einfach mal um und sage, das ist die zweite Wurzel aus 64, die kann ich nämlich ziehen. Und aus dem ganzen Kram ziehe ich dann die dritte Wurzel. Das wäre genauso, als wenn ich diese beiden Exponenten bloß ausgetauscht hatte. Denn ein Drittel mal ein Halb ist genauso wie ein Halb mal ein Drittel. Das ist hier angewandt. Ergibt also die innere Wurzel gezogen, zweite Wurzel aus 64 ist 8 und daraus die dritte Wurzel ist auch 2. Und jetzt kommt noch die letzte. Die war noch ein bisschen lustiger. Und zwar die zweite Wurzel aus 243 und das Ganze hoch 10 25stel. Naja, wenn man sich hier große Mühe gibt, dann kann man hier schon mal kürzen. Durch 5 ist 2, durch 5 ist 5, heißt also hoch 2 Fünftel. Und jetzt mal einen kleinen Schritt schneller, das heißt 243 hoch 1 Halb. Hoch 1 Halb und dann hoch 2 Fünftel, also mal 2 Fünftel. Jetzt kürzen wir hier wieder drin, die 2, bleibt eine 1 übrig. Heißt also, die fünfte Wurzel aus 243. Da tastet man sich ran und sagt, ich mache mal eine Nebenrechnung, die mache ich mal hier. Die Nebenrechnung sähe so aus. 243, ist die durch 2 teilbar? Nein, das ist nicht gerade. Durch 3 teilbar, mal sehen, die Quersumme, 2 plus 4 ist 6 plus 3 ist 9, die geht durch 3 und durch 9, die Zahl. Wenn die Quersumme durch 3 oder durch 9 geht, geht die ganze Zahl durch 3 oder durch 9. Also 243, teilen wir mal durch 3, ergibt 81 mal 3. Wenn man sich erinnert, sagt man, das ist aber 3 hoch 4, wenn nicht, sagt man 81 ist 9 mal 9. Oh. Mal 9 und jetzt kommt das mal 3. Darf ich nicht vergessen. 9 ist 3 mal 3, nochmal 3 mal 3, das ist 3 hoch 5. Ah, ist also 3 hoch 5. Ich will aber die fünfte Wurzel aus 243, also muss das sein 3. So tastet man sich ran. Gibt es Fragen? Eine Probeaufgabe mal, die dritte Wurzel aus 3 hoch 3, mal so geschrieben. Was machen wir? Entweder kommt der erste Weg. 3 hoch 3 ist 27, 3 mal 3 mal 3. Also 27 und daraus die dritte Wurzel. Ja, und jetzt müsste sich, ja, hat sich eigentlich geklärt. Oder ich nehme die andere Variante, ich schreibe 3 hoch 3 und das alles hoch ein Drittel. Die dritte Wurzel hoch ein Drittel. Und jetzt sage ich 3 mal ein Drittel ist 1, also 3. Gut, okay, noch was? Gut, wir können das Video abschließen, aber wir werden in einem anderen Video, das nächste, werden wir uns mit solchen Dingen beschäftigen, wenn da steht, zum Beispiel Rho ist gleich 7,8 Gramm mal Zentimeter hoch minus 3. Ne, solche Dinge, damit werden wir uns jetzt gleich beschäftigen. Und genauso werden wir uns mit solchen Dingen beschäftigen, die dann heißen, die Dicke einer Scheibe beträgt 2,4 mal 10 hoch minus 3 Meter. Ja, also mit Maßeinheiten, Zehnerpotenzen bzw. Maßeinheiten und negativen Exponenten und so weiter. Also solche Dinge. Gut.